gerade bei internationalen Großprojekten ist es sehr wichtig, dass man eigentlich drei Kernwerte pflegt und auch leben lässt. Das ist die Zuverlässigkeit, Flexibilität, Professionalität. Kummler und Matter, ein Unternehmen der Alpiq-Gruppe. Früher Morgen in Thun. Ein Helikopter bringt Flutlichtmasten. 750 Kilogramm hängen an einem Spezialseil. Die Männer arbeiten hochkonzentriert. Das Geschäftsfeld elektrischer Außenanlagen errichtet Flutlichtmasten in jeder Höhe, montiert und installiert Seiltragwerke für große Weihnachtsbeleuchtungen und versorgt Events jeder Größe mit Strom. Eine Großkreuzung mitten in Zürich. Die Verkehrsregelungsanlage erhält neue, stärkere LEDs. Das Geschäftsfeld Verkehrstechnik konzipiert, projektiert und installiert in enger Zusammenarbeit mit Verkehrsplanern Anlagen für die Verkehrsregelung, Tunnel- und Parkleitsysteme, Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen. Lavorgo, Tessin. Ein heikler Einsatz für die Ingenieure und Monteure des Geschäftsfeldes Freileitung. Hier sollen Stromkabel über den Fluss Ticino und die Gotthardautobahn gezogen werden. Alle Arbeiten werden bei laufendem Verkehr durchgeführt. Seit über 50 Jahren projektiert und installiert Kummler und Matter Freileitungen. Aarau, Mittagszeit am WSB-Bahnhof. Im Geschäftsfeld Werkleitungen, Bau und Montage realisieren die Projektleiter immer wieder Speziallösungen. Getrieben von maximal 85 Tonnen Druck folgen die Rohre der Pilotbohrung durch das Erdreich. Was bleibt, ist ein exakt verlegtes Rohr. Der Hauptsitz des Geschäftsfeldes Fahrleitungstechnik in Zürich. Ingenieure und Fachleute aus den Bereichen Tiefbau, Mechanik und Elektrotechnik arbeiten in der Projektierungsabteilung an den Lösungen für den Verkehr von morgen. Kunden auf vier Kontinenten erwarten perfekt auf ihre Anforderungen zugeschnittene Systeme. Den Werterhalt der Infrastruktur machen die Kummler-Matter-Mitarbeiter zu ihrem eigenen Ziel. Tag und Nacht.1882 wurde der alte Gotthard-Eisenbahntunnel eröffnet. Heute bauen wir viele hundert Meter, wir weiter unten, den neuen Gotthard-Basistunnel, damit es in Zukunft schneller geht über die Alpen. In 2 Stunden und 40 Minuten reist man in Zukunft von der Alpen-Nord zur Alpen-Südseite. Der Gotthard-Basistunnel ist Teil der neuen Eisenbahn-Alpentransversale, die die Reisezeit von Zürich nach Mailand um eine Stunde verkürzt. Für Züge mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 km pro Stunde erfordert der Ausbau absolute Präzision. Ingenieure von Kummler und Matter müssen in Einspurtunnelröhren 57 km Fahrleitung einbauen. Eine noch nie dagewesene Herausforderung. Kummler und Matter. Ein Unternehmen der Alpiq-Gruppe.